Ja, Patrick, der Trainer hat dich auf der Pressekonferenz am Freitag sehr gelobt. Wie siehst du dein eigenes Spiel im Moment? Ja, das Spiel gegen Zwickau war, glaube ich, ganz gut gewesen mit dem Sieg. Hätte am Ende, glaube ich, auch gern selber getroffen, da die eine Chance. Aber im Endeffekt haben wir das Spiel gewonnen und ich kann zufrieden sein. Jetzt geht's am Montag gegen Waldhof Mannheim. Das wird wahrscheinlich kein leichtes Spiel. Was erwartest du? Nein, also ich glaube, in der Liga gibt es generell kein leichtes Spiel. Also da kann jeder jeden schlagen. Ich glaube, das sieht man jede Woche. Mannheim ist eine gute Mannschaft, die schnell umschaltet. Aber denke ich auch, ihre Schwächen hat wie jede andere Mannschaft und die versuchen wir zu nutzen. Mannheim hat natürlich eine Vorgeschichte in Uerdingen. Kriegst du davon was mit als Spieler, der damals noch nicht da war? Oder ist das eher so am Rande ein bisschen? Ja, also ich war letztes Jahr da in Dortmund gewesen noch und habe das Spiel im Fernsehen gesehen. Ich glaube, das war schon ein brisantes Duell, aber ich finde, mich persönlich betrifft es jetzt eher weniger, aber dass es die Fans, glaube ich, noch betrifft, ist verständlich. Das heißt, ihr wollt den Fans dann auch gerne nochmal einen Sieg gegen Waldhof schenken? Ja, natürlich. Also ich meine, wir wollen jedes Spiel gewinnen und egal, ob das jetzt Mannheim ist oder ob das letzte Woche Zwickau war. Du hast bis jetzt ein Saisontor geschossen. Wie bewertest du deine Saison bis jetzt? Bist du zufrieden oder könnte es noch ein bisschen besser sein? Besser geht immer. Also zufrieden, glaube ich, bin ich selten. Aber klar, also nächste Woche werde ich jetzt ein Tor schießen, morgen werde ich ein Tor schießen. Also das ist da egal. Die Konkurrenz hat ja gestern auch ein paar Punkte liegen lassen teilweise. Jetzt könnte man mit einem Sieg am Montag wieder ein bisschen nach oben in die Tabelle rutschen. Was muss das Ziel sein für die nächsten Spiele? Ich glaube, wir sollten von Spiel zu Spiel denken. Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen, versuchen jetzt eine Serie zu starten, wie der Trainer gesagt hat. Und ich glaube, da können wir morgen anfangen. Danke dir.